bin ich, wie ihr seht, ungeschminkt. Und das hat auch seinen ganz bestimmten Grund, denn ich zeige euch heute die No Mirror Challenge. Das heißt, ich werde mich jetzt ohne Make-up, ohne Spiegel schminken, so rum. Und ja, mein Spiegel, der steht hier. Ja, und ich glaube, ihr habt euch jetzt gesehen. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe mir so hier so die alltäglichen Produkte von mir in so einer Schale zusammengelegt. Ja, hier liegt noch was daneben. Und ich würde dann jetzt einfach mal sagen, ich starte. Ich habe mich noch nie ohne Spiegel geschminkt. Ne? So, als erstes nehme ich hier meinen Concealer. Ich habe den von Fit Me. So, verteile den hier unter den Augen. Hier. So. Und da auch einmal. So, schön. So, dann nehme ich meinen Concealer-Pinsel. Ich habe den von Evelyn. Ich finde die von Evelyn, die Pinsel, eigentlich ganz super. So, und ich das jetzt hier einmal so schön. Ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht das verstreiche, ne? So. So, und dann nehme ich immer noch einen Finger und tupfe das so da dran. So. Dann nehme ich mir meine Foundation. Die ist ja auch von Fit Me. So, und klatsche mir das hier erstmal so ein bisschen drauf. Und dann mal hier Pünktchen, da Pünktchen, da Pünktchen, da, 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 und verschmiere das Ganze jetzt erst einmal so. Ihr dacht euch bestimmt so voll tot, weil ich ja frisch schon richtig fetten Make-up-Wand habe. So. So, hier ist schön. Ich habe mich viel zu viel gerade rumgeklatscht. Oh, einfach so. So. Dann nehme ich mir auch schon hier mein Augenbrauenstift. Oh Gott, das ist jetzt voll kacke. Boah, jetzt kriege ich das nicht auf. Kennt ihr das? Mir so. So, hab auch. Wo bist du? So, dann stecke ich das Ganze mal dran. Achso, das ist übrigens von Essence hier, ne? So. Und Bürste. Sieht ja schon voll kacke aus. Dann habe ich mir jetzt hier so eine Lidschattenkäse. Nein, da ist kein Spiegel, seht ihr. Mal nur gucken, ob das wirklich die Base ist. Ja, ist die Base. So. Die ist von Benefit.
gebe die jetzt so hier erstmal drauf. So. Grandios aus. So. Und dann nehme ich hier meinen Puderpinsel und mein Puder. Das hier. So, kommt mit mir an. Ja, da ist ein Spiegel drin, aber damit ihr das seht, dass ich dann nicht dran gehe, mache ich das jetzt so. So, dann nehmen wir hier auch erstmal meinen Blenderpinsel. Dann ich das halt heute nur eine Schattenfarbe. Und zwar nehme ich heute die Farbe. Nämlich die Farbe Glitzy Plüsse. Auf jeden Fall ist das die hier. Ich habe mich jetzt für die entschieden. So. Oh, einfach mal schön drauf. So. Sieht bestimmt voll aus wie Clown, bestimmt sind die voll ungleichmäßig, ne? Ja. So, dann nehme ich mir meinen Eyeliner-Pen von Essence, diesen Waterproof da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, scheiße. Jetzt noch einmal drüber, weil es hat sich voll gut angefühlt. Dann nehme ich mir jetzt hier meine Wimpernzange. Kriege ich meine Wimpern nach oben.
Dann nehme ich mir erstmal die Mega Volume Miss Manga von L'Oreal. Oh, kann kommen. Das kann ja mal was werden. Oh Kacke, ich habe jetzt bestimmt da mindestens schwarz. Das habe ich voll gespürt. Bestimmt habe ich auch noch woanders schwarz und jetzt dachte ich bestimmt gerade voll weg. Dann nehme ich mir immer noch eine zweite und das ist die Big and Beautiful Butterfly Look Mascara von Astor. Finde ich voll gut eigentlich. Mit mal zwei Mascara. Boah, ich bin hier bestimmt unten voll schwarz. Das habe ich mir gemerkt, dass da leicht mit der Bürste drin war. Ich kann mich gleich mal hier im Spiegel zu schauen. Boah. Ja, in den Augen bin ich jetzt unten sowas von schwarz. Scheiße. So, dann nehme ich hier mir mein Bronzer von Calvin Klein. Wer mein letztes Follow Me Around gesehen hat, weiß ich mir, was wir von Calvin Klein gekauft haben. Und das ist halt dieser Bronzer. Den Pinsel hab ich mir auch geholt. Ja, in DM. Ja. So, und dann nehme ich mir einen Rouge von Manhattan. Bubblegum. 35S Bubblegum. So, dann bin ich jetzt eigentlich auch schon fast fertig. Ja. Ah ne, ich habe mir... Oh kacke, ich habe mir gerade vergessen, den Kajal zu ziehen. Ha. Egal, machen wir jetzt nach. Dann nehme ich diesen Long Nesting Eye Pencil Waterproof von Catrice Nail. Jetzt benutze ich noch einen Lippenstift von Lancôme.
Und das ist die Farbe Let's Lose. So, und ja, dann bin ich fertig. So, das ist mein Endergebnis von einem Make-up ohne Spiegel. Ja. Und dann gucken, wage ich jetzt den Blick in den Spiegel. Oh Gott! Oh Gott! Voll gut, der Eyeliner-Strege, die geil, hier alles schwarz. Die Wimpern, die Mascara-Seite ist voll gut geworden eigentlich. Aber die kriegt so warm. Na, Rouge und Bronzer eigentlich ganz gut. Make-up auch ganz gut. Augenbrauenstift auch ganz gut. Ja. Lidschatten auch ganz gut, bis auf die. Bis auf hier Mascara und Eyeliner. Bin ich zufrieden. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, das wäre es auch schon für heute mit dem Video. Und dann würde ich noch was sagen. Ich bin jetzt die nächsten 3 Wochen in Praktikum. Das heißt, es werden jetzt wahrscheinlich 2 Wochen, 2, 3 Wochen kein Video kommen von mir. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht versprechen, weil ich weiß halt nicht, wie meine Arbeitszeiten sind und so. Ob ich es zeitlich hinkriege und so. Sollte ich es schaffen, dann werdet ihr halt ja hier auf dem Kanal sehen. Sollte ich es nicht schaffen, werdet ihr auch sehen. Aber ja. Falls es euch interessiert, wo ich mein Praktikum mache, ich mache mein Praktikum im Jugendamt, im Kinder- und Jugendbüro. Ja. Und komm 2 Tage vorher, also einen Tag vor dem Zeugnis raus. Und ja, ich denke, dann würde ich euch so ein Feedback geben über mein Praktikum, wie ich es fand. Und eigentlich freue ich mich schon auf das Praktikum, weil ich kenne den persönlich schon seit fast 4 Jahren. Den, wo ich das mache. Ja. Vielleicht schaffe ich es irgendwie so kurzfristig, oder ich entscheide mich vielleicht kurzfristig noch ein paar Videos vorzudrehen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mal in den Kommentaren unbedingt, wirklich unbedingt, was ihr wissen wollt, sehen wollt. Weil manchmal sitze ich 10 Stunden und weiß einfach nicht, was ich drehen soll. So, diese Challenge ist nur entstanden, weil ich habe mich Freitag an der Bushaltestelle mit einer Freundin unterhalten. Und dann meinte sie, ja, da geht auch mal eine Challenge. Und hallo liebe Hebun und Marina, falls ihr das gerade seht, schöne Grüße an euch. Danke für den Tipp. Ihr seid in meinem Herzen. Auch, ich weiß, dass er das sieht, Pascal. Hallo, an dich auch schöne Grüße. Und du bist ganz, ganz tief in meinem Herzen. Du weißt, mehr, dir brauche ich gar nichts dazu sagen. Du weißt das, ne? Und ja, auf jeden Fall, Hebun und Marina haben mich halt gesagt, also eigentlich hat Hebun mir gesagt, ja, mach doch mal eine Challenge. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich denke, dass ich meine No Mirror Challenge abdrehe. Und ja, liebe Hebun, hier hast du eine Challenge. Schon meine 2. Challenge übrigens auf diesem Kanal. Meine DM Haul Challenge. Kann ich euch auch mal eventuell verlinken. Ja. Ja, dann verlinke ich euch meine DM Haul Challenge hier unten noch in der Infobox. Alle Produkte, die ich benutzt habe, werden auch in der Infobox verlinkt. Und ja,
ihr mehr von solchen lustigen Challenges sehen wollt, dann lasst dem Video auch mal einen Daumen nach oben da. Und ja. Dann würde ich sagen, das war's von mir. Wie findet ihr meine Zeit? Ja, die habe ich jetzt drin, weil ich Auftritt hatte und so. Nein, Spaß. Ja, okay. Wie gesagt, lasst mich unbedingt bitte, 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 bitte in den Kommentaren wissen, was ihr als nächstes von mir sehen wollt. Soweit ich kann schon mal eins verraten. Im Februar, das erste Video, was im Februar kommen wird, wird ein Video sein, wo ich über mein Praktikum quasi. Das wird auf jeden Fall ein Video sein. Das wird das erste Video im Februar sein. Ob jetzt im Januar noch welche kommen, kann ich nicht versprechen. Wie gesagt. Und ja, sollte jetzt kein Video mehr im Januar kommen, wünsche ich euch einen schönen Januar noch. Und drückt euch die Daumen, dass euer Zeugnis gut wird. Meins wird eigentlich auch ganz gut. Ja. Und dann würde ich sagen, lasst dem Video einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich würde sagen, Tschüsschen, bis spätestens im Februar. Und tschüss!